bla bla, es brennt. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich schalte die Videos ab, weil das ein bisschen nervt. Wird leider trotzdem nicht, also es bleibt diese Verlangsamung zwischen. Ja, das kann ja sein, aber was mich stört ist, dass wenn das Video eingeblendet wird, muss ich mit meiner Hand 10 cm nach links gehen, um den Escape-Knopf zu betätigen. Das ist ein... Das ist, da verbrennst du Kalorien, das ist nicht mehr schön. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Du wirst noch magersüchtig oder so. So, ich sehe noch so eine schöne Insel. Also die Inselwelt finde ich hier wirklich sehr fantastisch, um ehrlich zu sein. Ich glaube, meine Nahrungsproduktion ist jetzt total überpowered mit 6 Feldern. Overpowered? Ja, okay, bei Siedlern könnte das gut zutreffen. Die Ressourcen, ja, lass mal die Hälfte schlafen. So. Die Insel bietet Erz. Das sieht gut aus. Hast du das? Jo. Okay, Nahrung ist Exportschlager. Ich, ja, die Produktion, stimmt, ja. Ja, Nahrung ist eine gute Sache. Ich mach das jetzt auch mal. Ihr habt einen eingeborenen Dorf. Genau wie Stoffe. Ein eingeborenen Dorf. Die fangen Schüler an, ihre Mauern zu bauen hier. Unerbittlich brennt die Sonne auf euch. Eine Dürre ist ausgebrochen. Ah, egal. Die Lager sind ja relativ voll. Über 100 Tonnen Alkohol, 150 Tonnen Nahrung und Stoffe. So, ich nehme mal hier ordentlich Baumaterial mit. Hm? Lol. So, dann kann man ja hier schon mal den Wald. Überleg grad, ein zweites Schiff zu bauen. Hast du schon eine Werft? Ja, nee, das wäre die Investition, aber. So, ach so. So eine Werft ist ja teuer, ne? Hast du dein. Ah. Hast du dein Kontor umgelegt? Nee. Vielleicht den Bildschirm gedreht. Nee, ich weiß es. Ich dachte immer, dein Kontor ist da, wo die City ist. Nee, nee, das ist genau auf der anderen Seite. Okay. Ich habe nur da die Steinwege, weil ich so scheiße gebaut habe, dass die Feuerwehr was nicht erreichen konnte. Ach so. Ja. Ich sehe schon, ja. Okay. So. Let's build some Tabak. Kennst du eigentlich das Spiel Imperialism oder wie er darum ausgesprochen werden soll? Nee. Nee, nicht? Okay. Das ist ein richtiges Strategiespiel. Das ist grafisch wirklich sehr mau, aber es ist ziemlich komplex aufgebaut und auch richtig schwer. Aber macht Fun, sage ich mal so. Wenn man wirklich wenig Wert auf Grafik legt, dann ist das ein gutes Spiel für Leute, die wirklich, sage ich mal so, gerne komplexe Strategiespiele spielen, die optimalerweise vielleicht auch noch, sage ich mal so, in Zeiten stattfanden, so irgendwie so 1700, 1800, so in dem Dreh. Ja. Worum geht's denn? Auch dieselbe Zeit, oder? Wie? Also, welcher Zeit spielt das? Das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber es ist eine fortlaufende Zeit. So viel weiß ich noch. Müssen wir es aber auch mal wieder reinziehen. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Gleich werden noch mehr Rauchschwaden durch die Gassen ziehen, wenn erstmal die Tabakwaren auf der Insel ankommen. Dann kommt ständig die Meldung, dass Rauchschwaden durch die Gassen ziehen. Aber die sind dann beabsichtigt. So. Ich habe jetzt mal ein bisschen gelesen zu Anno und wusstest du, dass der Geigen eine Bedeutung im Spiel hat? Der Galgen, ja, ja. Der hat eine Bedeutung. Mit den Marktkarren das Ding, ne? Ja, genau, dass sie überfallen werden von den Leuten, wenn man keine Galgen baut. Das finde ich voll krass. Das sieht man relativ selten mal, dass das passiert. Aber es passiert tatsächlich. Ist das schon ein bisschen derbe. Ich habe das einige Male gesehen. Das ist schon wirklich krass. Vor allem, ich sag mal, wenn das Ding Holz geladen hat, okay, scheiß drauf. Aber manchmal, wenn da Schmuck drin ist oder Nahrung vielleicht, also, dann ist das wirklich scheiße. Ja. So, jetzt richte ich mein einziges Schiff, was ich habe, als Handelsdingsbums ein. Boah, das Wasser rauscht schon wieder. Und dazu noch einen so komischen Karaoke-Ton. So, aufladen, genau.
Aber was ich cool finde, nee, ich find's doch nicht cool. Ich dachte, das Spiel war schlau genug, um rauszufinden, wo ist, welche Insel die Hauptinsel ist, um bei den Handelsrouten automatisch. Durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Genau, Feuer schwelt und so, um das einzurichten. So, gleich bin ich bei Bürgern. Muss man Nein! Anfangen. Ich hab meinen Marktplatz abgerissen. Wo denn? Da wo ich hab wieder gebaut, da wo die Mine war. Nein. Und das war optimalerweise wahrscheinlich eine Erzmine. Ja, und jetzt darf ich erstmal wieder Holz zur Insel karren. Boah, das ist ja scheiße. Die Dinger, die kosten ja auch richtig. Ja, 20 Holz ist jetzt nicht, also gerade kein Problem. Ja, aber Werkzeug, ne, kostet ja auch. Das ist gerade auch kein Problem. Ich kaufe ja noch den Markt leer. Immer noch? Ja. Aber ich habe halt zu viel Werkzeug gerade, deswegen kaufe ich nichts mehr ein. Ach so. Das ist eigentlich ein echt cooler, das ist ein Luxusproblem, ne? Ach so, mit Werkzeug meinst du? Ja. Ja. Absolutely. So, jetzt versuche ich mal, ob ich diese Schule so positionieren kann, dass ich damit alles abdecke. Aber ich glaube, das wird mir nicht gelingen. Oder doch, vielleicht doch. Moment, mal ganz langsam die Maus bewegen, damit ich mich hier nicht vertue. Yeah, zwei Schulen für alles. Strike. Uhu. Ja, okay. Ey, du hast ja auch ein riesen Gelände, was du abdeckst, ne? Deine halbe Insel ist ja Stadt. Auch mit zwei Schulen, also das ist... Wütet Mann! Schau vor, es kommt so eine Message, deine Mutter irgendwie wütet in deiner Niederlassung oder sowas. Deine Mutter wütet in deiner Niederlassung! Nein! Ich muss erstmal 20 Feuerwachen bauen. Nein, er hat dein Haus nicht mitgenommen! Dieser Arsch von Bird, ey. Okay, Moment, ich lege um. Den dicken Schädel, sag ich schon, den dicken Hebel. Moment, so vielleicht? Geht das so? Ich wollte den eigentlich... Ah, verdammt. Komm. Da, Weg, genau. So. Alter. Irgendwo ist schon wieder ein Vulkan ausgebrochen oder sowas? Nee, Feuer. Es brennt, okay. Hast du schon wieder mit Feuer gespielt, ja? Ja. Okay, dann muss ich mal mit Mama reden, ne? Ich wollte einen Fackelumzug organisieren. So, bitte noch nicht ausbauen, Leute. Ich will hier erstmal alles fertig haben. Die wieder anfangen, hier total ungeduldig irgendwie was zu bauen. Wo ist ein anderes Wirtshaus jetzt? Ach, da. Okay. Also, ich glaube, ich komme auch mit zwei Wirtshäusern hin. Wenn ich es halbwegs geschickt anstelle, doch. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Was ist jetzt der? Moment. Ja. Ich bin manchmal zu unfähig. Cool, mit zwei Wirtshäusern auch den Rest alles abgedeckt. So, sind dann schon Kippen am Start hier? Ja, genau null. Ist das Schiff überhaupt schon unterwegs? Ich weiß nicht wieso, aber es steht irgendwie da nur so rum. So, aber okay. Wir haben schon 62 Tonnen Tabak waren hier oben. Und leicht zu hohe Betriebskosten. Was sich aber gleich erledigen wird. Wenn die alle ausbauen. Bitte? Wenn die alle ausgebaut sind. Richtig. So, ich nehme erstmal alles aus dem Verkauf, was ich so im Verkauf habe. 660. So, dann dürften wir jetzt, warte mal, wenn wir jetzt immer noch die 516 Siedler, okay, nochmal irgendwann mal Häuser abgerissen, glaube ich. 540 waren geplant. Oh, hab ich mich irgendwo verrechnet. Ach Mist, jetzt habe ich das falsche Feld erschietet. Das kenn ich. Jetzt habe ich da Wein hingepflanzt, obwohl ich Tabak bauen wollte. Ich hab Burger! Burger! Ja, dann bist du jetzt weiter als ich. Dann wirst du jetzt gleich auch viel mehr Geld kriegen. Oh yeah! Jetzt baue ich erstmal eine Werft. Mein Volk braucht einen Arzt, der hat Lobby O manchmal. Wo kann man den denn hin? Ach, jetzt weiß ich, warum das mit der Zahl nicht mehr in Ordnung ist. Brand vernichtet eure Häuser. Mann! Wenn es brennt, dann lösche. So, ich glaube, ich baue den einfach neben die Feuerwehr, den Arzt. Der deckt dann zwar nicht alles ab, aber egal. Halb so wild. Noch ist alles gechillt. So. Pack die mal hier hin. Dann bauen wir mal schnell ein kleines Handelsschiff. So. Überprüft eure Handelsrouten. Handelsrouten überprüfen? So, alles in Ordnung. Wünscht eine Kirche.
Alter, jetzt komm. Neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Blabla. Jetzt kommst du mir wieder mit deiner Kirche hier oder was, Alter? Nee. Kathedrale, oder? Ja, pff, das wäre geil. Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Ja. Jetzt wollte ich gerade einen Kommentar dazu abgeben, aber... Ja, komm, steck doch gleich die ganze Stadt in Brand am besten. Aber wenn die Bürger da sind, dann brennt es nicht mehr so häufig, ne? Hm? Wenn Bürger da sind, brennt es nicht mehr so häufig. Durch die Gassen. Ja. Feuer schwebt. Immer die Siedler, die ihre Buden anzünden. Bei mir ist jetzt schon die zweite Mine leer. Ich weiß ja nicht, was du da tust, aber... Ich glaube, du solltest aufhören damit. Überprüft war nicht mehr normal. Yeah. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Oh. So. Willst du zu faken Schiff bauen und mir verkaufen, ne? Was brauchst du denn für eins? Ah, ich glaube, ich baue selber eins. Oh, mach wie du denkst. Vernichtet eure Häuser. Mann, gehst auf den Sack mit deinem Brand. Manchmal habe ich auch Brand. So, mal hier. Ich sehe schon die erste Hungersnot und so weiter kommen. Ja, ich bin auch schon dabei, alles im Übermaß zu produzieren. Es ist immer gut für den Anfang. Oh, meine Leute finden auch nichts mehr. Goldmine, ich weiß gar nicht mehr, wo kommt man eine tiefe Erzmine bauen? Irgendwann mit Bürgern, ne? Ja, aber bei mir sind die wirklich erschöpft. Also oh, da das ist scheiße. Mehr. Also falls du Erz brauchst, ich habe oben noch Erz. Du kannst dich meinetwegen hier an... Hey, ich werde einfach eine... zweite Insel, nee. Dritte Insel gleich mal... Ja, wie gesagt, du kannst, wenn du Bock hast, dich oben bei mir anschließen, auf meine Insel, die oben links, ganz oben links ist. Dann kannst du dich da in die Ecke reinknabbern, da mit dem Berg, den kannst du gerne haben. Den Rest der Insel würde ich dann ganz gerne... Nee, ich versuche das jetzt erstmal... Mach, wie du denkst. So. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Aha, da ist das Schiff. So, jetzt haben wir noch hier ein paar Gewürze. Okay, das war ja nicht so dolle erstmal. Ah, dumm. Ups, so. Die Kosten holen mich ein. Die was? Kosten holen mich ein. Die Massen? Betriebskosten. Ach so. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Und ich stelle fest, ich habe kein Werkzeug mehr. Ups. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Und wir haben eine Dürre am Start. Frage nur, wo ist sie? Ach, hier wieder. Okay. So. Ich brauche Werkzeug, Leute. Haben wir noch irgendwo Werkzeuge? Hier sind noch 3. Hier sind noch 8. Okay. Ich warte lieber, bis ein Händler kommt. Oh, sehr schön. Oh ja, zu gütig, Leute, zu gütig. Oh, chillt mal, wow. 4 Händler hintereinander, 33. Da. Wie viel Werkzeug ist denn hier im Umlauf? Alter, es kommen 4 Händler, ich habe 33 Werkzeuge. Also 33 Tonnen. Dabei kaufe ich schon alles extra auf. Ich merke schon irgendwie, also die haben zu viel. Ich habe auf jeder Insel so alles voll Werkzeug. Ach du Scheiße. Weiß ich ja, an wen ich mich wenden kann. Ah, ich sollte mal einschläfern vielleicht. Schläfer sie ein. Oh, hier kann man auch mal Fische bauen. So. Ich übertreibe immer so gerne mit den Fischerhelden. Aber mit Fischerhütten kann man eigentlich so ziemlich alles abdecken, wenn man genügend baut. Die brauchen ja auch nicht so viel, verbrauchen auch nicht so viel Geld. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Ja. Oh, es mangelt an Gewürzen, ja. Pff, wieder egal. Es ist eh kaum Gewürze bis jetzt angekommen.